Guten Morgen und herzlich willkommen zur BMW International Open in München-Eichenried. Wir sind hier ganz früh um 8 Uhr am Finaltag, am Sonntag, und befinden uns hier in der Public Area vor den Abschlägen. Wie wir sehen, hier bereits diverse Aussteller. Auf der linken Seite die BMW Lounge mit diversen Fahrzeugen vor Ort. Noch ist alles relativ leer. Wir sind morgens um 8 Uhr bereits hier. Der Callaway Golf Shop hat bereits geöffnet. Auf den gehen wir jetzt einfach mal zu. Viele der Zelte sind noch geschlossen, öffnen erst so gegen 9. Hier der große Bereich mit der Chill-Out Area. Auch das Data Center ist noch nicht aktiviert. Hier werden im Prinzip alle Turnierergebnisse angezeigt. Der Verlauf, Ergebnisse und so weiter. Hier kann man exklusiv den neuen BMW i7 begutachten in einer Ausstellung. Mit einem privaten Termin lässt sich hier das neue Fahrzeug von BMW explizit kennenlernen. Hier auf der rechten Seite ist das Media Center und der große Fairway Club. Auf den gehen wir jetzt einfach mal direkt zu. Das Wetter ist heute wieder trocken, sonnig, 26 Grad, keine Gewitter wie in den letzten Tagen. Und wir werden hier heute schauen, welche Spieler wie abschneiden. Aktuell führend ist Haitong Li. Hier ist der Fairway Club, also für VIP-Gäste mit Speis und Trank und Blick auf das 18. Grün. Hier befindet sich die Tribüne mit Blick auf das 18. Grün. Können wir einfach mal einen Blick drauf werfen und schauen. Noch ist alles leer. Heute Nachmittag dann zum Finale sehr voll. Das soll es erstmal gewesen sein. Hier befinden wir uns jetzt an Loch 9. Hier befindet sich die Sky Kunden Lounge mit direktem Blick auf das Par 5, welches hier endet. Noch sind keine Spieler hier am 9. Loch zu erwarten. Diese treffen erst in ca. 2 Stunden ein. Wir sehen Marcel Siem bereits auf dem Puttinggrün diskutierend mit seinem Freund Martin Keimer, wie ich sehe. Jetzt gehen wir einfach weiter auf die Chipping Area zu. Auch hier noch relativ leer. Einige wenige Spieler sind in der Vorbereitung. Und weiter hinten dann der erste Abschlag sowie die Driving Range.